Hallo und herzlich willkommen zu Manorlords. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr dabei seid. Das Spiel Manorlords ist im Moment, glaube ich, eines der am heißesten erwarteten Spiele. Zumindest so in diesem Aufbau-Genre-Mittelalter-Setting und City-Builder. Ist ja auch was Besonderes. Wird von einer Person entwickelt und das, was da bisher auf die Beine gestellt wurde, lässt sich definitiv schon sehen. Wir haben hier die Presse-Vorab-Version. Key wurde mir vom Publisher Hooded Horse freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Es gab auch schon eine Demo. Die konnte man vor etwa einem Jahr mal zocken im Demo Steam Next Fest oder so ähnlich. Da hatte ich damals leider keine Zeit, während der Demo mir das ordentlich anzusehen. Darum ist das hier für mich jetzt so eine Art Blindeinstieg. Und ja, ich denke, wir starten einfach rein. Was soll ich jetzt so groß erzählen? Kommt ja auch bald raus für alle in den Early Access. Dauert nicht mehr lange, ein bisschen Geduld noch, dann geht's los. Wir dürfen uns jetzt erstmal ein Porträt auswählen. Name, das kann ich nicht aussprechen. So, Name ist Dr. Wolfsherz. Was denn auch sonst? Porträt, was gefällt mir am besten? Ja, tatsächlich das Ausgewählte schon ganz gut. Vor allem so als Lord ist das eher noch passend. Das ist auch nicht schlecht, aber vielleicht ein bisschen sehr gerüstet. Wir bleiben einfach beim Standardbild und wir dürfen uns ein Wappen basteln. Wunderbar. Ich hoffe, es gibt einen Wolf als Wappentier. Leider sehr selten. Ist auch keins der klassischen Wappentiere tatsächlich. Von daher würde mich die Abwesenheit nicht wundern. Und so wie es aussieht, ist auch tatsächlich kein Wolf dabei. Leider auch keine Wolfsklaue oder sowas. In dem Fall würde ich sagen, spielen wir einfach mit irgendetwas, das gut aussieht. Zum Beispiel, ja, nehmen wir doch hier diese beiden gekreuzten Schlüssel. Die Primärfarbe schwarz und die Sekundärfarbe rot. Das sind dann so die Kanalfarben. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und dann nehmen wir vielleicht noch ein Wappen mit einem anderen Muster. Mal sehen, was gut aussieht. Dann können wir Schildteilung. Halb Hund, halb Pferd. Achso, ah, okay, verstehe. Ah, okay. Ah, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, das. Eieiei. Oh Gott, hier gibt es gleich vier Felder sogar. Nee, pass auf. Wir lassen es einfach so. Ich will es jetzt auch nicht überkomplizieren, obwohl das sieht eigentlich schon cool aus. Ah, da lässt sich ja. Oh Mann, da lässt sich allerhand basteln. Dann allerdings würde ich sagen, ohne. Ohne. Und jetzt müssen wir hier mal das auswählen. Dann nehmen wir den Schlüssel, wie gesagt. Dann müssten wir aber, glaube ich, den Hintergrund eher weiß machen. Also Primärfarbe, Sekundärfarbe dann so. Oder vielleicht ein Grau. Oder vielleicht doch ein anderes Wappen dann. Mein Gott, hier kann man ja wirklich schon viel Zeit verbringen. Das Schwert gefällt mir auch. Hier so eine Fleur de Lio. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann wusste ich mal, wie das heißt. Einfach ein Kreuz. Ach, wisst ihr was? Ach, wir nehmen jetzt. Na, das sieht ein bisschen wuchtig aus, ne? Egal, wir nehmen das jetzt. Das sieht in Ordnung aus. Wir gucken nochmal kurz nach den anderen Mustern. Einmal schauen, was es so gibt und wie es aussieht. Ihr wollt ja sicherlich auch einen Überblick haben. Wobei, es gibt sicherlich wichtigere Dinge als die Wappenerstellung. Wie sieht denn das aus, wenn wir das umdrehen? Ich bleib jetzt dabei. Das ist in Ordnung. Das ist unser Wappen. Und müssen wir sonst was eingeben? Ach, wir können. Mein Gott, Kacheln.
Okay. Ja, in dem Fall würde ich es tatsächlich ein bisschen kleiner machen. So. Winkel. Man kann es sogar winkeln. Aber das lassen wir mal. Anzahl Exemplar. Nice. Leute, das gibt's doch gar nicht. Da machen wir es ein bisschen kleiner, weil ich finde es ein bisschen wuchtig. So sieht's doch gut aus, oder? Ihr seid bestimmt einer Meinung. Und man darf sogar speichern. Und man kann sogar auch ein Wappen laden, wenn man eins... ist aber noch in Arbeit, gibt es noch nicht. Dann stelle ich mir vor, dass ich hier irgendwann meinen Wolf reinnehmen kann. Das fände ich natürlich super gut. Okay, so, jetzt aber los hier. Wir haben 3 wählbare Szenario-Vorlagen. Aufstieg zum Wohlstand, Wiederherstellung des Friedens und auf Messers Schneide. Ich denke, Aufstieg zum Wohlstand ist für den Anfang nochmal ganz okay. Vorlagenschwierigkeit lassen wir mal auf Standard. Early Access Map. Siegbedingung ist Wachstum, Eroberung oder keine. Erreicht die Siedlungsstufe große Stadt, um das Spiel zu gewinnen. Ach genau, ich lasse ihn, warum nicht? Ich spiele am liebsten eigentlich ohne Siegbedingung. Wir machen es ohne. So, Feind außerhalb der Karte. Anwesend. Kontrolliert 2 Regionen und entsendet Soldaten auf die Hauptspielkarte, wenn er herausgefordert wird. Lassen wir auch erstmal aus. Überfallhäufigkeit, lassen wir alles aus. Tatsächlich, also bei solchen Spielen, das Kampfsystem scheint ganz annehmbar zu sein. Ich habe nur wenig bisher gesehen. Ich würde es aber tatsächlich erstmal ohne spielen, weil ich wirklich auch ein Freund davon bin, des friedlichen Siedelns. Deswegen lassen wir das einfach mal so, wie es jetzt ist. Und dann starten wir jetzt auch wirklich rein. Männerlords. Leute, ich bin total gespannt. Habe ich gesagt, dass ich die Demo damals aus Zeitgründen nicht spielen konnte? Ich meine, ich hätte es gesagt. Für den Fall, dass ich es nicht gesagt habe, wisst ihr es jetzt. Das hat mich auch sehr geärgert. Aber gut. So, unsere Stadt ist da und sie heißt Eichenau. Ich hoffe, wir können sie umbenennen. Wir können sie umbenennen. Dann ist die... Moment. Jetzt will ich nicht irgendwas wegdrücken. Wo darf ich tippen? Ich glaube, jetzt hätte ich... Moment. So. Ich gehe nochmal raus hier. Nachdem ihr die nächste Siedlungsstufe erreicht habt, erhaltet ihr einen Entwicklungspunkt. Schaltet Entwicklungszweige frei, um eure Region effizienter zu machen. Um Gesetze erlassen zu können, müsst ihr eure Verwaltungsstufe steigern, indem ihr Verwaltungsgebäude wie das Herrenhaus baut. Okay. So, jetzt können wir einen Namen geben. Das hier ist Wölfingen. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Kann man erstmal pausieren? Jawohl. Also, wir haben hier oben die Übersicht. Nicht zugewiesene Arbeitskräfte 5. Zugewiesene gar nicht. Wir haben Wohnraum. Das ist unsere Gesamtbevölkerung. Warum arbeiten nur 5? Ja, weil auch Kinder dabei sind. Und könnte sein, dass die anderen noch zu jung sind. Also, na, bin ich auch nicht sicher. Zufriedenheit ist 50%. Öffentliche Ordnung ist gut. Regionsvermögen ist 50. Viehbestand haben wir... Wir haben einen Ochsen und der ist wahrscheinlich irgendwo, ja, der steht hier. Da können wir ihn auch schon mal direkt ansehen. Die Maus ist noch ein bisschen langsam, das muss ich mir nochmal angucken. Aber da steht unser Ochse. Dann haben wir hier Anzahl der Monate bis zur Erschöpfung der Vorräte. Da wollen wir natürlich immer darauf achten, dass unsere Mägen gut gefüllt sind. Wir möchten zufriedene Bürger haben und ohne Mampf kein Kampf, wie man so schön sagt. Das muss immer gut angeschaut werden. So, derzeit angezeigt Warenüberschuss, das ist der Standard. Da ist der gesamte Lagerbestand. Ja, ich finde, Überschuss ist eigentlich eine ganz sinnvolle Darstellungsweise. Und dann haben wir hier unser Material. Wir haben Bauholz, Stein, Werkzeug, Nahrung, Brennstoff, Feldfrüchte. Und es gibt halt, ne, das sind halt unterschiedliche Dinge hier. Es gibt also Nahrung, Fleisch, Gemüse, Beeren, Brot haben wir 20 Mal dabei, Eier, Äpfel, Honig und so weiter und so fort. Brennstoff kann auch Holzkohle verwendet werden. Feldfrüchte, Weizen, Flachs, Gerste, Roggen, Dung und Dünger. Handwerksmaterial, ja, gibt es auch einiges, lese ich nicht alles vor. Verbrauchsgüter, Mäntel, Kleidung, Kerzen, Salz, Bier, Schuhe und Kräuter. Und Militär, da gibt es Seitenwaffen, Kriegsbögen, kleine Schilde, große Schilde, Speere, Helme und so weiter und so fort. Also wirklich sehr schön. Grafik gefällt mir sehr gut. Ich möchte gerne die Maus einmal eben schneller stellen, das ist mir zu langsam. Kamera Drehgeschwindigkeit ist das. Oder Schwenk. Machen wir es mal so. Ah, das ist besser. Das ist Dreh wahrscheinlich und das ist Schwenk, oder? Kann ruhig noch einen Ticken schneller. Okay.
so können wir ganz gut arbeiten. So, das da oben sind wir. Besichtigungsmodus. Sehr früher Entwicklungsstand, Glitches möglich, steht hier. Wir können nämlich natürlich auch als Lord durch unsere Siedlung laufen. Das sieht allerdings dann so aus, ist noch nicht so wirklich fein. Und da hinten sind dann unsere Zelte. Und naja, ist auf jeden Fall ein nettes Feature. Frage mich, welche Funktion das später vielleicht nochmal bekommt. Ob man Truppen anführen kann oder... Ach, es wäre ja total cool, wenn man Hof halten könnte oder sowas. Aber naja, das erstmal dazu. Gehen wir erstmal raus. Und wenn wir die Third Person verlassen, dann ist der Charakter auch wieder weg. Wir haben eine Schatzkammer. Wir haben eine königliche Steuer. Gunst des Königs und Einfluss. Sehr schön. So. Wir haben gar keine Tutorial-Hinweise momentan. Das heißt, wir werden einfach mal irgendwas bauen, würde ich sagen. Und zwar fangen wir mit einem Gebäude an. Ah ja, jetzt geht's los. So, jede Region in Manorlords hat ihre Stärken und Schwächen. Überprüft unbedingt alle Ressourcenvorkommen und außerdem die Bodenfruchtbarkeit, ehe ihr entscheidet, in welche Richtung ihr eure Stadt entwickeln wollt. Wenn die Fruchtbarkeit in eurer Region schlecht ist, müsst ihr möglicherweise frühzeitig Handel treiben. Okay. Ja. So, hier haben wir Overlays. Dann lasst uns mal schauen. Also Grundwasser, das sieht schon mal gut aus. Brunnen können wir hier schon mal hinstellen. In Manorlords müssen Ressourcen in fast allen Fällen mit körperlichem Aufwand transportiert werden. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen, ihr könnt also auf Wunsch die Spielgeschwindigkeit verändern. Die Steuerung der Spielgeschwindigkeit befindet sich in der rechten unteren Bildschirmecke. So, gucken wir mal. Weizenfruchtbarkeit ist hier zum Beispiel gar nicht gut, das wäre dann eher so hier oben. Flachs könnte man hier ein bisschen machen. Da oben... So richtig grün haben wir nichts. Unsere momentane Region ist tatsächlich auch ein bisschen klein. Das lässt sich sicher noch erweitern. Also da oben Flachs und Weizen. Na, Weizen dann vielleicht eher hier. Und den Flachs, da merken wir uns hier an der Gabelung. Können wir ein bisschen Flachs aufstellen. Und Weizen hier vorne. Gerste. Gerste geht hier hin. Drogen. Ach, Roggen. Roggen. Roggen auch hier. Aber auch hier. Okay. Gerüche. Haben wir noch nicht. Ist eh in Arbeit. Feuergefahr. Okay, gut. Die Overlays. Ich glaube, das Erste, was wir brauchen, ist ein Holzfällerlager. Holz, eine der wichtigen Grundrohstoffe. Und das bauen wir jetzt hier schön so an den Wald ran. Und wenn wir das jetzt hier mal so platzieren... Wow, wow, wow. Erstmal so. Das können wir jetzt drehen mit der linken Maustaste gedrückt halten. So können wir das drehen. Ich würde das einfach tatsächlich hier so reinplatzen. Und diese... Punkte, die wir drumherum sehen, das sind, glaube ich, dann Straßenpunkte, also wo wir eine Straße dran setzen können. Ich glaube, ich möchte es so hinstellen. Ja. Tab-Benennung anzeigen. Ah ja, okay. Ja, Straßenanbindungspunkt, da steht es ja auch. Okay, alles klar, habe ich also recht gehabt. Und dann platzieren wir es einfach. Nicht zugewiesene Familien widmen sich automatisch der Errichtung von Gebäuden. Sehr schön. Bauholz muss mit Hilfe von Ochsen transportiert werden. Ochsen müssen von einem Knecht geführt werden, was normalerweise Aufgabe eines Mitglieds einer nicht zugewiesenen Familie ist. Okay. So, ich denke, ja, die machen sich direkt mal auf den Weg. Wird's gerade dunkel oder haben wir hier irgendwo Overlayern? Es wird dunkel. Ich habe es eingeschaltet. Ich habe, bevor ich das Spiel gestartet habe, habe ich mir die Optionen angeschaut und gesehen. Bin ich jetzt ins Hauptmenü gegangen? Nein. Nein! Das darf nicht wahr sein. Och, das darf nicht wahr sein. Leute, ich stelle das nochmal eben schnell ein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da steigen wir wieder ein. Das tut mir leid. Das wusste ich nicht, dass der da dann das Spiel direkt verlässt. Okay, es ist eine andere Karte, oder? Sieht das anders aus? Oh nein, wir haben eine neue Karte bekommen. Okay. Ah ja, dann gucken wir uns gleich mal an. Diese Ansicht zeigt, welche Regionen von wem kontrolliert werden. Ihr könnt Anspruch auf andere Regionen erheben, wenn ihr genügend Einfluss erlangt habt. Also, das ist die gesamte Karte. Hier sind andere Regionen. Wir sehen schon, da sind unter anderem auch Ressourcen drin, Lehmvorkommen, wilde Tiere, Beeren und so weiter. Wir haben hier bei uns Feldsteinvorkommen, Beerenbüsche, Lehmvorkommen, Eisenvorkommen und 38 von 40 wilden Tieren. Okay, alles gut. Nusslohne, das muss ich noch ändern. Eben nochmal wieder anpassen hier. Was habe ich denn jetzt gemacht?
Ah, okay. Das sind Entwicklungen. Nachdem ihr die nächste Siedlungsstufe erreicht habt, erhaltet ihr einen Entwicklungspunkt. Genau, das hatten wir schon bekommen. Aber vorhin fehlte das hier irgendwie. Also wir können uns entwickeln hier in diesem Bereich. In diesem und in diesem. Das hier scheint Produktion, Handel zu sein. Ja, das hier aber auch irgendwie. Lebensmittel, Felder. Ja, irgendwie so. Stehen noch keine Namen dran. Okay. Gesetze können wir uns, das gucken wir uns alle später an. Ich will jetzt einmal noch den Namen wiedergeben. So, Wölfingen. Schließen. So, jetzt müssen wir dann noch einmal kurz einen Überblick über die Ressourcen bekommen. Wo ist denn jetzt unser Zeltgedöns da? Okay, auf jeden Fall haben wir mehr Wald als vorhin. Aber jetzt brauche ich die Overlays. Die haben wir beim Baumenü bekommen. Grundwasser, okay. Weizen hier. Flachs ist eigentlich im Moment dann egal. Vielleicht da ein bisschen hier. Gerste, da. Roggen auch hier, überall. Okay, dann kommt jetzt nochmal das Holzfällerlager. Und diesmal stellen wir es dann hier hin, würde ich sagen. Weil hier ist schön viel Wald. Und dann platzieren wir es auch, ich würde es ein bisschen reinsetzen, damit wir schon mal die erste Straße hier gleich setzen. Zack. Okay. So, okay. Das hatten wir auch schon. Und jetzt, das hatten wir auch mit den Ochsen. Da kommt schon, schaut mal, der Ochse, der transportiert jetzt das erste Bauholz. Und das ist doch total cool, oder? Das hier wirklich Stamm für Stamm, da sind unsere Vorräte, mal eben schauen. 6 Bauholz haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, wir brauchen 2 Bauholz für die Baustelle. Kann das sein? Ja, genau. Das heißt, hier der Überschuss, das passt nämlich. Jetzt wird wieder was anderes angezeigt. Okay, also 6 Bauholz. Wenn ich alles anmache, dann steht da 8. Und da wir Überschuss gesagt haben, 6. Und einer ist hier nämlich schon von zugewiesen. Das heißt, wir haben eine 1:1 Repräsentation von den Gütern tatsächlich auch. Weil, wenn wir hier den einen noch abziehen, dann haben wir hier 6 liegen und dann passt das nämlich genau mit der Anzeige hier. Sehr schön. Okay. So, die Handwerker, die sind schon da. Oder einer zumindest. Den können wir ja mal anklicken. Können wir den anklicken? Den können wir nicht anklicken. Aber Holzfällerlager ist auf jeden Fall im Bau. Sehr schön, gefällt mir das. Tag-Nacht-Wechsel wollte ich euch vorhin eigentlich was zu sagen. Als ich dann dummerweise ins Menü gegangen bin. So, das ist Ditz. Ne, Friedlin. Der Ochse heißt Ditz. Friedlin führt den Ochsen. Okay. So. Ungeschützte Waren. Mhm. Die hier gelagerten Waren sind anfällig für Wetterschäden und müssen in ein Lagerhaus gebracht werden. Okay, das wäre dann ja, vor allem weil es auch Lebensmittel sind, dann schon eigentlich das nächste Gebäude, kann man sagen. Dass man so ein kleines Lager baut. Logistik, Speicher, da Lagerhaus. Ja, es gibt einen Speicher für Lebensmittel und das hier ist eher so für Güter. Ich würde tatsächlich gucken, dass wir zunächst mal die Lebensmittel irgendwie unterkriegen. Das kostet dann auch gleich schon Stein, wenn wir das Ding bauen. Aber nichtsdestotrotz, das brauchen wir ja. Sollen wir das mal hier einfach so hinstellen? Jo. So. Mach das einfach mal. Und dann platzieren wir mal die erste Straße. Ah ja, okay. Straßen und Karren. An manchen Arbeitsplätzen können die Bewohner mit Hilfe von Handkarren bis zu 10 Waren auf einmal transportieren. Allerdings ist das Ziehen eines Handkarrens abseits der Straße extrem langsam. Achtet daher darauf, dass ihr eure Gebäude mit Straßen verbunden sind. Dass ihr eure Gebäude mit Straßen verbindet. Oder dass eure Gebäude verbunden sind. So, wir bauen eine Straße. Und zwar von da nach da. Hatte ich nicht hier gerade eine Straße gesehen? Oh, ich bin ja ein Vogel. Hier war, habe ich nicht gerade eine Straße hier gesehen? Da habe ich mich wohl gehörig verguckt. Okay, pass auf, da machen wir jetzt mal eine Straße hier. Hier so hoch.
Und dann schließen wir da auch direkt das Holzfällerlager an. Und dann nehmen wir das Stück Straße da weg. Mal eben gucken, wo wir abreißen können. Mit Alt, okay. Remove. Okay. Na, nee, passt auf, das sieht nicht schön aus. So. Jetzt nochmal vernünftig. So, dann haben wir hier schon mal eine Straße und von da zweigen wir dann mehr oder weniger ab. So, weiterlaufen lassen. Speicher ist im Bau. Hier. Dann, was haben wir als nächstes? Ah ja, ach schon mal, es wird sogar... Ah, man muss einfach mal ein bisschen schauen. Also hier sind die ungeschützten Waren Lebensmittellager und da sind die ungeschützten Waren allgemeines Lager. Das bedeutet, wir brauchen eigentlich auch ein allgemeines Lager. Weil der meckert ja. Dann bauen wir auch das allgemeine Lager schon. Das errichten wir dann... Ja, machen wir hier hin. So. Noch keine Ahnung, wie wir das hier alles mal so aussehen lassen, aber erstmal haben wir da schon mal einen Grundstock. So, Zelte für Obdachlose, na, die bleiben ja nicht ewig stehen. Hier ist ein Anbindebalken für den Ochsen. Und diese Sachen, ja, also diese Vorräte werden wahrscheinlich nicht in normales Lagerhaus gebracht, oder? Ist das eher so ein Open-Packstation? Ah, damit kann man Tauschhandelsrouten errichten. Da ist der Anbindebalken für den Ochsen. Würde ich eigentlich lieber hier hinstellen. Ah, kostet aber auch Holz. Wir müssen jetzt erstmal den Holzfäller fertig kriegen. Und das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ist jetzt etwa halb fertig. Baupriorität lässt sich einstellen. Das ist auch sehr schön. Und die warten momentan einfach auf Material, wie man sieht. Soundkulisse gefällt mir sehr gut. Jetzt haben wir schon einen Weg und der Ochse geht trotzdem noch querfeld rein. Hallo? Weiß nicht, ob die Straße schon fertig war, als der Ochse losgelaufen ist. Vielleicht war die Wegfindung. Ach, ist auch egal. Sehen wir dann. Sehen wir alles noch. Guck mal, Lagerfeuer ist auch schon da für die Holzfäller. So. Jetzt kann weitergebaut werden. Fritz und Heinz. Und es ist immer gut, wenn so ein Aufbauspiel schöne, feine, einzelne Konstruktionsschritte hat. Dann schlägt mein Herz schon höher. Ja, so, jetzt wird es wieder dunkel. Tag-Nacht-Wechsel. Diesmal mache ich es anders. Ich gehe auf Einstellung, nicht auf Hauptmenü. Man kann hier nämlich einstellen bei Gameplay kosmetischer Tag-Nacht-Zyklus. Das heißt, kosmetisch heißt, es hat keine Auswirkung aufs Spielgeschehen. Und ich würde es auch mal anlassen, damit wir mal sehen, wie dunkel es wird. Autospeichern gerne alle 5 Minuten. Und ja, wenn uns das stört, wenn es zu dunkel wird, dann können wir es ja noch wieder ausschalten. Aber grundsätzlich ist das natürlich schön, auch mal die Nacht zu sehen. Meiner Meinung nach. Hier unten steht übrigens auch die, der Monat März. Wir sind im Frühling. Häufige Regenfälle. Saisonale Ressourcen werden aufgefüllt. Die Jahreszeiten sind eng mit dem Leben der Menschen verbunden und beeinflussen verschiedene Berufe. Im Sommer wachsen die Feldfrüchte und es gibt mögliche Dürreperioden. Dann haben wir den Herbst. Ernten, Pflügen und Aussaat von Nutzpflanzen. Und im Winter sind die saisonalen Ressourcen aufgebraucht. Der Brennholzverbrauch verdoppelt sich. Ein Mangel an Brennholz kann Erfrierungstode verursachen. Das Scheren von Schafen ist verboten. So, diesem Gebäude wurden keine Familie zugewiesen. Wählt es aus und weist ihm eine Familie zu, wenn ihr mit der Produktion beginnen möchtet. Halt! Während menschliche Arbeitskräfte zugewiesen werden müssen, wird Arbeitsvieh standardmäßig auf Arbeitsplätze aufgeteilt. Im Reiter erweitert könnt ihr Tiere jedoch auch dauerhaft einem Arbeitsplatz zuweisen. Beachtet lediglich, dass sie über einen nicht zugewiesenen Ochsen verfügt, falls Gebäude errichtet werden sollten. Natürlich. So. Familie entfernen, Familie zuweisen. So, jetzt. Ah, jetzt arbeitet hier eine Familie scheinbar.
Und zwar arbeitet hier, oder haben wir jetzt hier die Familie, Ehemann und Sohn, Jörg und der Sohn, Fritz. Und die Mutter? Was macht die Mutter? Oder, warte mal. Ah, das sind dann zwei Familien tatsächlich wieder. Dann haben wir einen Ehemann und eine Ehefrau. Ja, dann würde ich aber sagen, eine reicht. Albrecht und Christina, da haben wir jetzt. Na gut, okay. Aber dann ist auch, dann haben wir eigentlich noch zwei Arbeiter, denke ich mal. Obwohl, die wartet. Es kann sein, dass die gar nicht hier mitfällt. Wir können auf jeden Fall sehen, wo die sind. Das ist schon mal schön. Solche Visualisierungen liebe ich auch. Und die Ehefrau, ja, die sitzt hier scheinbar rum. Aber Albrecht geht auf jeden Fall hin und fällt das erste Holz. Zur Obdachlosigkeit. Diese Leute warten auf die Fertigstellung weiterer Hofstätten, verursacht einen Verlust von Zufriedenheit und kann im Winter zu Erfrierungstoden führen. Okay. Also brauchen wir Unterkunft, Wohngebäude. Eine Hofstätte, zwei Holz. Wir haben noch zwei über. Wieso haben wir nun eigentlich nur zwei über? Ja, weil wir hier schon für die anderen Gebäude, für die Lager schon reserviert haben. Na gut, dann lasst uns eine Hofstätte bauen. Neues Holz kommt ja. Okay, jetzt kommt was Cooles. Ist auch eine Eigenart von Manorlords. Flexible Felder. Einige Gebäude verfügen über flexible Grenzen. Bestimmt vier Punkte, um ein Gebiet zu markieren. Der Cursor rastet ein und wird versuchen, eine möglichst natürliche Form zu erzeugen. So, definiert eine größere Fläche, um Platz für zukünftige Erweiterungen zu lassen. Weil hier können in die Gärten noch später irgendwelche zusätzliche Dinge, wie zum Beispiel ja, so eigene kleine Gemüsebeete oder sowas gesetzt werden, damit die Familie da eigenes Essen ziehen kann. Die ersten zwei Punkte markieren standardmäßig die Vorderseite des Hauses. Okay, das heißt, wenn wir an diese Straße jetzt ein Haus bauen wollen, dann setzen wir quasi einen Punkt hier. Und dann machen wir den, ja, machen wir ruhig bis hier, würde ich sagen. Und jetzt ziehen wir das. Und es gibt es hier eine Einrastung? Ja, speichern. Okay, das ist schon mal gut. Haben wir schon mal. Ja, es gibt so. Es gibt keine Einrastung. Aber ist egal. Kann alles noch verschoben werden. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal so groß. Seht ihr, da passt eine Erweiterung hin. Wenn wir was so machen. Passt immer noch eine Erweiterung rein, aber wir bauen es jetzt erstmal so. So, Grundstückspunkte 4, Hofstätten 1, Baukästen 2. Alles klar. Plot Divisions. Dafür ist es zu klein. Man kann es dann noch weiter unterteilen. Aber wir wollen ja jetzt erstmal nur eine Hofstadt bauen. Weil wir gerade mal zwei Holz auch übrig haben. Okay, ah, da kommt dann gleich eine dicke Straße dann auch davor. Wie es aussieht. Okay, so, da ist das Lager fertig. Das Lagerhaus. Ach, da muss auch eine Familie arbeiten. Muss wirklich eine Familie da arbeiten? Frage ich mich gerade. Wir gucken mal, ob das Zeug auch so verbracht wird. Sonst müssen wir da welche einstellen. Okay. Ah, die Grafik ist so schön. So schön. So, und hier, schau mal, da liegt jetzt wirklich ein Baum. Klar liegt hier ein Baum. Und der wird schön zerkleinert. Entastet einen Baum. Super. Alles einzeln aufgezählt. Sogar die kleinen Untertätigkeiten. Aber wir brauchen übrigens, also fünf Leute sind obdachlos. In einen Hofstadt. In einen Hof. Hof. Wie ist es? Hofstädte. Können natürlich. Ja, kann wahrscheinlich nur eine Familie leben, oder? Bietet Wohnraum für eine einzelne Familie, ja. Ah, nach Ausbau passen sogar zwei Familien rein. Okay. Na gut. Der Speicher ist fertig. Gehen wir mal hin. Ja, das ist das Holzfällerlager, wissen wir ja schon. So, das Lagerhaus ist fertig. So, und jetzt kommen hier Waren rein. Das ist die große Frage. Personen erweitert. Ah ja, hier können wir jede Menge Sachen einstellen. Was darf gelagert werden? Was darf nicht gelagert werden? Arbeitsbereich festlegen, freimachen und. Okay, ist an das Straßennetz angeschlossen. Abreißen kann man es. Okay, ich schätze, wir warten noch ein bisschen. Wir warten noch ein bisschen. Und hier ist der Speicher und der ist auch fertig. Und mein Gefühl ist, dass hier nichts gelagert wird, bevor wir die Leute nicht einstellen. Das heißt, wir stellen mal hier eine Familie ein. Jörg und Fritz. Und hier auch eine Familie. Heinz und Friedlein.
gut. Okay. So, wir müssen gucken, dass wir Essen kriegen. Oder Wasser vielleicht erstmal. Wir stellen erstmal einen Brunnen hin. Der passt doch wunderbar hier noch zwischen, oder? Passt das noch? Das passt hervorragend. Und ist der an die Straße angeschlossen? Oder nicht? Für mich sah es so aus, als ob der Punkt auf der Straße ist. Wo steht denn, wenn es an die Straße angeschlossen war? Steht's bei erweitert, ne? Genau, bei erweitert. Erweitert gibt's hier gar nicht. Wir warten mal, bis es fertig ist. Aber hier, da sind kleine Wege hier. Das heißt, es ist angeschlossen. So, dann haben wir auf jeden Fall einen Brunnen. Wasser ist natürlich super wichtig. Da ist der Ochse. Steht einfach so rum. Ja, und hier das, der Rauch vom Feuer. Superschön. Superschön. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ist immer noch nichts eingelagert, aber jetzt wird hier irgendwas transportiert. Ja, das ist Heinz, der transportiert das Brennholz ins Lager. Brennholz sollte auch nicht unbedingt im Regen liegen. Aber eigentlich müsste ja das... Na gut, das ist wahrscheinlich, wenn die Waren weggebracht werden, dann verschwinden diese Warnungen. Das ist auch nochmal Brennholz. Und wir haben schon die ersten Brote hier im Speicher. Da stehen sie. Erweitert. Alles klar. Also, es wird schon recht dunkel. Ihr schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das zu dunkel findet, bitte. Wir gucken natürlich auch noch, ob es noch dunkler wird. Wie spät? Haben wir eine Uhrzeit? Speichern abgeschlossen. Eine Uhrzeit selbst sehe ich jetzt tatsächlich nicht. Muss ja auch nicht wirklich sein. Armee haben wir nicht. Ja, gut, okay. Ist halt stimmungsvoll, ne, wenn es ein bisschen dunkel wird. Guck mal, wie schön. Ich muss noch gucken, ob es eine Screenshot-Funktion gibt. Dass man das Interface ausblendet. Aber das mache ich nach der Folge. Ja, wir könnten natürlich auch noch einfach eine zweite Familie hier hinziehen. Dann sind die auch nicht mehr obdachlos, ne? Glaube ich zumindest. Eigentlich müssten wir jetzt noch ein bisschen mehr Bauholz haben. Wieso wird denn das nicht mehr? Bloß wir brauchen da noch eine Verarbeitung für. Können wir mal kurz schauen. Sammeln. Ne, ne. Das Holzfällerlager produziert Bauholz. Okay, und hier ist eine Sägegrube. Da können dann Bretter hergestellt werden. Ach, versetzt kostenlos. Das sehe ich auch gerade. Das ist ja... Oh, das würde ich mir gerne mal anschauen. Abreißen. Dann ist die Frage, wie man es versetzt. Schrein und Buschwerk entfernen bei Kosmetik. Bei Verwaltung haben wir das Herrenhaus. Siedlerlager. Das ist wahrscheinlich das, was wir hier... Ne, Moment. Ach, das ist hier so ein Ding quasi. Dadurch können wir uns ein Territorium beanspruchen. Startvorräte und 5 Startfamilien, okay. Handel, Handelsposten, Viehhandelsposten. Hier haben wir die ganzen produzierenden Betriebe. Landwirtschaft, Weide. So, der Brunnen ist fertig, sehr schön. Feld, Bauernhaus, Schafzucht, Windmühle, Gemeinschaftsofen. Wohngebäude gibt es natürlich dann auch noch weitere. Also die Hofstätte, hier ist der Brunnen. Ein Marktplatz, Brennholzkarren, Lebensmittelkarren, eine Taverne, eine Holzkirche, eine Leichengrube. Logistik haben wir auch schon gesehen. Bergbau, das Steinmetzlager. Das sollten wir vielleicht auch mal schauen, wo wir Steine haben. Ja.
Ein Jägerlager wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Weil wir haben hier wilde Tiere. Also bauen wir mal ein Jägerlager. Das würde ich mal hier so hinsetzen. Leute, pass mal auf. Ich würde jetzt... Jetzt ist es, glaube ich, am dunkelsten. Ich würde es jetzt einfach nochmal wieder einstellen, dass es hell ist. Und wenn die Kommentare überwiegend sind, yo, ist hell genug, dann können wir es immer noch wieder einstellen. Aber damit wir jetzt erstmal alles sehen, lasse ich es einfach mal auf Dauertag. Ja, ihr seid dann so nett und schreibt es rein, ob es zu dunkel ist. So, Hofstätten, Obdachlose besiedeln Höfe. Wenn die Zufriedenheit hoch genug ist, werden auch neue Familien angezogen. Familien benötigen aber mehr als nur eine Unterkunft, um glücklich zu sein. Klickt auf das Gebäude, um die Bedürfnisse der Bewohner zu betrachten. So, da ist er fertig. Die erste Hofstadt. Hofstätte. Mein Gott. Und ja, Wasserzugang ist da. Kirchenstufe haben wir nicht. Annehmlichkeiten. Das ist das. Dann haben wir hier Markt. Wir haben keinen Brennstoffstand, keinen Lebensmittelstand, keine Bekleidung. Okay. Kriegsausrüstung haben wir hier auch nicht. Hier können wir den Wohnraum erweitern. Das kostet einfach nochmal 2 Holz. Das ist auch schön, aber dann würde ich lieber eine neue Hofstätte bauen. Weil die kostet auch 2 Holz und erweitern kann man dann immer noch. Brennstoff ist aufgefüllt. Es gibt hier auch ein allgemeines Lager und ein Lebensmittellager pro Haus. Und hier sehen wir schon, wer hier wohnt. Jörg, Fritz und Katharina. Und Fritz ist Speicherarbeiter. So, Jägerlager ist auch fertig. Das ging schnell. Da müssen wir auf jeden Fall jemanden arbeiten lassen. Da geht der Jakob auf die Jagd. Pfeil auflegen. Und zack. Oh, direkt schon was getötet hier. Da ist das erste Opfer. Sehr schön. Also, ein bisschen Fleisch kommt auch schon mal auf das Feuer. Jetzt mal gucken. Die Lager sind jetzt weg. Und die Warnmeldungen dazu sind auch weg. Wie viel Bauholz haben wir denn inzwischen? 3. Das heißt, wir können auch schon mal eine neue Hofstätte bauen, würde ich sagen. Weil Ziel wäre jetzt meiner Meinung nach, dass man die Leute auch erstmal in die Wohnungen kriegt. Das heißt, wir errichten hier einfach noch eine zweite genau gegenüber. Machen wir erstmal so. Reicht ja von der Größe. Vielleicht kann man hier noch was Kleines dazwischen stellen. Ich bin mal gespannt. Ich denke mal, die Häuser werden alle irgendwie anders aussehen. Genau, und dann wollte ich noch schauen. Wegen der Erweiterung. Es hieß doch, Erweiterung. Ich meine, das hier ist im Grunde schon die Erweiterung, ne? Kann man das später noch konfigurieren oder wie funktioniert das dann, was als Erweiterung in den Garten kommt? Da bin ich gerade nicht sicher. Na, wir werden es sehen. Leute, 40 Minuten. Ich würde sagen, erste Folge abgeschlossen. Das ist Manorlords und es wird weitergehen, keine Sorge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.